uns ist jetzt Mike Atkinson, Strahlenbiologe, Leiter der Radiobiologie am Helmholtz-Zentrum München. Herr Atkinson, kann denn ein Atomkraftwerk sicher sein? Wir sehen gerade aus dem aktuellen Anlass, dass es gibt immer ein unerwartetes Problem bei Kernkraftwerken. Die Ausmaß dieser Unfall zeigt uns, dass wir wohl überlegen und denken müssen, ob wir in Zukunft sichere Reaktoren überhaupt konzipieren können. Kann sich die radioaktive Strahlung aus Japan auf der ganzen Welt verteilen oder wird es regional bleiben? Es ist eher unwahrscheinlich. Die Reaktorbauart ist anders als in dem Tschernobyl-Unfall, wo dort ein Graphitbrand stattgefunden hat und Radioaktivität sehr hoch in die Atmosphäre geschleudert hat. In die jetzige Reaktor ist diese eher unwahrscheinlich, sodass wir eher lokal begrenzte Radioaktivitätskontamination erwarten.